Meine Damen und Herren, glücklich ist, wer alles hat, was er will. Das ist ein sehr simpler Satz. Er scheint jedenfalls sehr simpel zu sein, aber ich möchte mit dem Satz ansetzen. Das ist ein Zitat. Sein Autor ist nicht ein Naiver, sondern er gehört zu den ganz Großen, die alleine, wie es scheint, den Mut haben und sich es auch leisten können, solche Sätze von so schlagender Einfachheit auszusprechen und niederzuschreiben. Es handelt sich um ein Wort von Augustinus. In seinem Opus Magnum über den Gottesstaat kann man es nachlesen, dass er die 288 verschiedenen Lehrmeinungen sehr wohl gekannt hat, die schon nach der Zählung des antiken Enzyklopädisten Varro zum Thema letztes Glück des Menschen in der alten Philosophie bereits anzutreffen sind. Nun, diese Ziffer könnte natürlich und müsste wohl auch noch beträchtlich erhöht werden, wenn man noch die Antworten hinzunehme, die von Boethius über die französischen Moralisten bis Nietzsche und bis Ernst Bloch mehr oder weniger aphoristisch formuliert worden sind. Und auch die großen Magister der abendländischen Christenheit haben ja in ihren theologischen Summen nicht wenige der sozusagen klassischen Kennzeichnungen des Glückes erörtert und die meisten haben sie allerdings wohl für zu leicht befunden. Für eine solche Lektüre bringen wir heute wenig Geduld auf und ich habe auch nicht im Sinn, mein Auditorium mit dieser Art Argumenten zu traktieren. Immerhin, man trifft doch dabei auch mancherlei Überraschendes, den Sachverhalt auch unvermutbar Erhellendes. Und der Sachverhalt, das ist ja in unserem Falle schließlich nichts weniger als die menschliche Natur. Zum Beispiel ist man doch kaum darauf gefasst, ich war jedenfalls nicht darauf gefasst, in der Erörterung dieser uns zunächst so treuherzig erscheinenden Frage, nachdem im Besitz materieller Güter, also im Wohlstand etwa liegenden Glücksmöglichkeit, da auf den, übrigens schon von Aristoteles, geprägten Begriff des artifiziellen Reichtums zu stoßen, des abstrakten Reichtums, der im Unterschied zum natürlichen Reichtum ein grenzenloses Begehren zu entfachen vermöge, also ein trügerisches Widerspiel des Verlangens nach Glückseligkeit. Oder gegen diese vielleicht ja zu allen Zeiten naheliegende Meinung, das Dasein selber sei schon das Glück, das Existieren selbst ist das Glück, steht noch bei Sternberger zu lesen, in seinen Figuren der Farbe. Dagegen, ja, ich meine, das ist auch im Grunde doch die verborgene Voraussetzung aller totalitären Nutzungspläne, und auch der quasi-religiösen Überschätzung der Psychotherapie vielleicht noch. Aber auch Hegel hat ja gesagt, glücklich ist derjenige, welcher in seinem Dasein sich selbst genießt. Und gegen eine solche Meinung wird da bei den Alten schon zu bedenken gegeben, dass doch die Stillung des Durstes kaum in der weiterwährenden Existenz des Dürstenden bestehen können. Und warum liegt das Glück nicht in der Macht? Ich zitiere die Antwort des Thomas von Aquin, der übrigens seinem souveränen Satze kein erläuterndes Wort hinzufügt. Der Satz lautet so: Macht hat den Charakter des Anfangs, die Glückseligkeit aber den Charakter von Ende und Ziel. Was doch wohl so viel bedeuten soll, wie Macht sei etwas, womit der Mächtige etwas anfangen muss und anzufangen hat. Etwas also, das seiner Natur nach auf Zukunft bezogen ist und eingebunden in die Geschichte, während Glück dann doch eher so etwas sei wie ein Schritt aus der Zeit heraus. Nun, dies alles und noch vieles andere mehr hatte also Augustinus sehr wohl vor Augen. Das war ihm geläufig, das war ihm vertraut, als er seinen Satz niederschrieb, der doch offenbar eine Art Begriffsbestimmung zu sein beansprucht. Glücklich ist, wer alles hat, was er will. Und ich sagte schon, er scheint sehr simpel, dieser Satz, aber ist doch alles andere als eine unerlaubte Vereinfachung. Er impliziert nämlich die Antworten
auf zwei sehr schwierige Fragen, die vorweg bedacht werden und erörtert sein wollen. Die erste Frage ist, was denn will der Mensch? Und die zweite Frage ist, was heißt denn haben? Also Punkt 1, was wollen wir wirklich? Schon die Formulierung dieser Frage gibt ja zu verstehen, dass wir möglicherweise etwas nur scheinbar oder vermeintlich, aber nicht wirklich wollen. Und hier kommt man, glaube ich, auch ohne eine gewisse ärgerliche Paradoxie gar nicht aus. Ich rufe dafür eine Passage aus dem platonischen Dialog Gorgias in die Erinnerung, also aus dem Streitgespräch des Näheren, aus dem Teil des Dialogs, der das Streitgespräch zwischen dem jungen sophistischen intellektuellen Polos und Sokrates enthält. Sokrates einerseits behauptet, die von dir da so bewunderten Tyrannen, die tun zwar, was ihnen beliebt, aber die tun nicht das, was sie wirklich wollen. Ja, aber du sagst doch, Sokrates, dass sie tun, was ihnen beliebt. Ja, dabei bleibe ich auch. Dann tun sie also doch, was sie wollen. Nein, sage ich. Obwohl sie tun, was ihnen beliebt, Sokrates, das ist doch völlig absurd. Ja, Sokrates will darauf hinaus, seinem Gesprächspartner zu zeigen, dass man in Wahrheit nur will, was einem gut ist, wirklich gut ist, das Gute. An diesem Punkt möchte ich zwischenhinein eine Anmerkung darüber machen, wie solche Zitierungen, Platon habe ich nun schon genannt, Aristoteles, Augustin, Thomas, wie die von mir gemeint sind. Nun, ja, Professor Homus hat ja schon gesagt, dass mein Interesse nicht historisch primär sei. Sie sind also nicht historisch gemeint, diese Zitierungen. Die Absicht ist also nicht herauszufinden und darzulegen, was andere gedacht haben. Das ist auch übrigens schon wieder in Anführungszeichen zu setzen, denn da berufe ich mich schon wieder zitierend auf meinen verehrten Meister Thomas, der gesagt hat, das Studium der Philosophie hat nicht den Sinn herauszufinden, was andere gedacht haben, sondern wie die Wahrheit der Dinge sich verhält. Nun, so ist es hier auch gemeint. Es ist mir zu tun um den Versuch allerdings eines Plädoyers schon. Woran mir liegt, ist also diese Antworten, die Antworten dieser großen Repräsentanten der, sagen wir einmal, abendländischen Denktradition, ihre Antworten auf die hier zur Rede stehende Frage als etwas mindestens Bedenkenswertes zu erweisen, wenn nicht als schlichthin auch zutreffend und wahr. Und das, wie ich gestehe, gelegentlich auch ein wenig gegen den Widerstand meiner eigenen, zunächst spontan gehegten Meinung. In dieser durch diese vier genannten Namen repräsentierten Denktradition also wird gesagt, was wir wirklich wollen, ist das Gute. Das, was uns gut ist. Und selbst das objektiv Schlechte und das Böse können wir nur wollen, sofern es uns als etwas in irgendeinem Sinne Gutes erscheint. Aber natürlich ist unsere Reaktion ganz begreiflich. Ist das realistisch? Ganz abgesehen von der Frage, die ja auch noch zu klären wäre, ob wir nicht vielleicht formell auch das Böse wollen können. Davon noch ganz abgesehen, muss man nicht sagen, was die Menschen wirklich wollen, das ist doch einfach glücklich sein. Sie wollen sich freuen. Es hört sich zunächst ganz plausibel an. Freude ist etwas, das wir, so scheint es, um seiner selbst rein, um seiner selbst willen suchen. Warum willst du dich freuen? Warum willst du glücklich sein? So fragt man doch einfach nicht. Und dennoch ist dieser elementare und tatsächlich keiner weiteren Begründung bedürftige Wunsch nach Freude nicht so eindeutig, wie es zunächst scheint. Genau gesehen, Augustinus hat das auch einmal gesagt, wenn ich die Leute frage, wollt ihr euch freuen, wird mir ein tausendstimmiger Schrei mit Ja antworten. Ja, aber so eindeutig ist dieser Wunsch gar nicht. Genau gesehen besagt dieser Wunsch nämlich nicht, dass die Menschen sich um jeden Preis in dem psychischen Zustand des Sich-Freuens befinden wollen, sondern was sie wollen, das ist, dass sie einen Grund zur Freude haben möchten. Und dieser Grund also, wenn es ihn gibt, der ist das eigentlich und in Wahrheit Gewollte.
Und der ist früher als die Freude. Und er ist etwas anderes auch als die Freude. Freude also ist ihrer Natur nach etwas Zweites. Man kann sich nicht so absolute um der Freude willen freuen. Und auch gar nicht freuen wollen. Das Erste also, dass dieser, das von Natur der Freude vorausliegende, das ist der Grund zur Freude. Das, worüber man sich freut. Man sollte meinen, das sei völlig selbstverständlich. Und ich möchte mich auch weigern, bis auf Weiteres, eine andere Meinung dazu akzeptieren. Ich möchte mich nicht darin beirren lassen, dass dies auch die, in der Überzeugung beirren lassen, dass dies auch die Meinung von jedermann sei. Aber immerhin hat Julian Huxley, ein Wissenschaftler von unbestrittenem Rang, auf diesem inzwischen ja viel zitierten und auch diskutierten Londoner Symposium von 1962, Man and His Future, Huxley hat davon gesprochen, dass von der Möglichkeit, durch die elektrische Reizung bestimmter Regionen des Gehirns eine überwältigende Freude, an overwhelming sense of happiness zu erzeugen. Und das hat die Wissenschaft schon lange gewusst. Aber Huxley fügt nun da etwas hinzu, und das ist mir gerade wichtig. Es gäbe Leute, sagt er, die das so irgendwie zu materialistisch finden. Aber schließlich sei doch auch elektrisches Glück immer noch Glück. After all, electric happiness is still happiness. Nun, diese Vorstellung, würde ich sagen, die ist nicht, die finde ich nicht so sehr materialistisch, sondern wenn man wirklich einmal von extremen Fällen ärztlicher Schmerzbekämpfung absieht, dann ist sie eben ganz und gar unmenschlich. Eine Freude, die nicht einen Grund hat, eine Ratio, Reason, une Raison, sondern nur eine Ursache, eine Causa, die von außen her nach Belieben in Gang gesetzt werden kann. Ja, ich meine, das ist eine Vorstellung, die passt doch sehr genau in die Brave New World des Bruders Aldous Huxley. Also der vorausliegende Grund zur Freude. Die Alten sagen, dieser Grund ist eigentlich immer der gleiche, nämlich, dass einem etwas Gutes zuteil werde, etwas, das wir lieben, etwas, das wir wollen. Und wäre es nur in der Erinnerung oder auch nur in der Hoffnung. Dazu sind zwei ansonsten, hier in diesem Punkt sind zwei ansonsten sehr verschiedene Geister, zum Beispiel Platon und Thomas von Aquin, völlig eines Sinnes. Der Besitz des Guten ist die Ursache der Freude. Das ist ein Satz aus der Summa Theologica des heiligen Thomas, aus der Summa Contragentis des heiligen Thomas. Der könnte aber fast ein Zitat sein aus dem platonischen Symposion, das Thomas bestimmt nicht gekannt hat, wo es heißt, wo Diotima sagt, durch den Besitz des Guten sind die Glücklichen glücklich. Und in diesem Gedanken meine ich, dass Freude und Glücklichsein wesentlich etwas Sekundäres sind, etwas Nachfolgendes, wesentlich Antwort auf die Erlangung eines Gutes, eine möglicherweise auch einmal irrige Antwort, aber von sich aus jedenfalls immer zurückweisend auf diesen vorausliegenden objektiven Grund und also nicht ein bloß illusionistisches Spiel von abgetrennten Emotionen. In diesem Gedanken, meine ich, spricht sich etwas aus, das weit hinausgreift über das, was hier wortwörtlich gesagt ist. Es spricht sich darin aus, das Vertrauen in das sozusagen Reelle des Lebenszusammenhangs überhaupt, wozu auch zum Beispiel die von Augustinus formulierte Tatsache gehört, dass es, wie er sagt, niemanden gibt, der nicht lieber gesunden Geistes trauern möchte, als im Wahnsinn fröhlich sein. Ja, aber nun gibt es, wie jedermann weiß, ungezählte Dinge, welche dem Menschen gut sind, welche sie wollen und lieben können also und deren Erlangung für sie ein Grund sein kann zur Freude, zum Glücklichsein. Aber ist Glück da nicht ein zu großer Name, fast schon unzutreffend, wenn dieser Name jeder flüchtigen Befriedigung soll zugesprochen werden können, worin irgendwem irgendetwas Gutes
zuteil wird, das er gerade liebt. Das kleine Glück ist doch nicht das Glück. Nun, hierzu würde ich sagen, die Vieldeutigkeit des Denkgebrauchs in Bezug auf dieses Stichwort Glück und auch die Vieldeutigkeit des Wortgebrauchs, die gehört offenbar zur Sache selbst. Und ich glaube, dass auch die Tendenz zur Trivialisierung und zur Banalität dazugehört. Und das gilt anscheinend für alle Sprachen. Jedenfalls zum Beispiel für das Griechische, für das Lateinische, für das Deutsche. Die Griechen hatten ein Wort, das ist vielleicht dann etwas Einzigartiges. Sie haben ein Wort gehabt, das nur das Glück der Götter bezeichnet. Makares sind nur die Götter. Aber das von da abgeleitete Wort, Makarios, das wird sofort im Sprachgebrauch so verschlissen, dass, wie die Philologen sagen, die großen Dichter Sophokles und Aeschylus das Wort überhaupt meiden. Wir mögen im Deutschen, wir mögen also das Glück, womit ja in der Tat etwas Äußerstes gemeint ist und etwas, das empirisch hier in der Tat nicht antreffbar ist. Nun, wir mögen stattdessen Glückseligkeit sagen oder auch Seligkeit. Da ist die Vieldeutigkeit genauso im Spiel. Ernst Bloch führt zwar unter den Kennzeichnungen des vom Menschen letztlich erhofften, unangefochtenen Gemütes, wie es scheint, auch den Namen auf Seligkeit, die so noch nicht da war. Ja, aber die Autoren der letzten deutschen Übersetzung des Neuen Testamentes, die haben sich dem, wie ich allerdings meine, höchst fragwürdigen Befund eines Germanistenteams gebeugt, wonach, ich zitiere, wonach die Gemeinsprache mit Seligkeit etwas meint, das bestenfalls von Kindern, Verliebten und Betrunkenen ausgesagt werden könne. Aber gerade meine ich dieser Sachverhalt, dass also dieser eine Name Glück so verschiedene Dinge benennt, die todüberlegene Fülle göttlichen Lebens und die Teilhabe des Menschen an diesem göttlichen Leben und auch die winzigste Stillung eines wie auch immer gearteten Verlangens. Gerade diese Gleichnamigkeit hält auch einen sehr fundamentalen Sachverhalt, dem Bewusstsein präsent und hält ihn wahrnehmbar, hält ihn in Reichweite sozusagen. Thomas von Aquin hat diesen Sachverhalt auf folgende Formulierung gebracht. Wie das geschaffene Gut ein Gleichnis des ungeschaffenen Gutes ist, so auch ist die Erlangung eines geschaffenen Gutes eine gleichnishafte Glückseligkeit. Ja, was aber nun die Erlangung eines geschaffenen Gutes heißt hier, das trägt sich ja alle Tage zu, in ungezählten Gestalten. Wann immer einem Hungrigen das Essen schmeckt, und wenn dem Forschenden eine Erkenntnis aufblitzt und wenn Liebende beieinander sind, wenn ein sorgsam geplantes Werk gelingt und so weiter und so weiter. Aber indem wir dies alles dann Glück nennen und vielleicht sogar Glückseligkeit, selig, indem wir das so nennen, bleibt uns die Einsicht erreichbar, dass jede Stillung doch auf die Äußerste weist und dass alles Glücklichsein mit der ewigen Glückseligkeit irgendetwas zu tun hat. Und wäre es auch nur, dass in jeder Erfüllung, die wir hier haben können, sofort eines klar ist, dies reicht nicht hin, dazu uns ganz und gar zu stillen. Der folgende Satz aus den Tagebüchern von André Gide: Das Furchtbare ist, dass man sich nie genügend betrinken kann. Ja, dieser Satz scheint mir beziehbar auf jede Sorte Rausch und nicht nur auf den Rausch der Sinne. Die Frage ist, zu was denn nicht genügend? Wofür nicht genügend? Und warum ist dieses Nicht-Genügend denn eigentlich furchtbar zu nennen? Die Antwort muss doch wohl so lauten: Weil wir unhemmbar danach verlangen, dass unser Wollen schlechterdings gesättigt
werde und weil eben dies in alledem nicht geschieht. Hier bringt sich eben als eine chiffrierte, aber doch nicht überhörbare Botschaft die wahre und die letzte Bedeutung von Glück in die Erinnerung. Und auch unsere Ausgangsfrage, was wollen wir denn wirklich? Die kehrt ja nun in etwas radikalerer Gestalt zurück. Was wollen wir letzten Grundes? Von welcher Art ist das endgültig Gewollte, das den tiefsten Durst unserer Natur ganz und gar zu stillen vermag? Schon diese Formulierung der Frage enthält eine verborgene Voraussetzung, die sich nicht von selbst versteht und die man wahrscheinlich auch zu selten bedenkt. Es ist nämlich vorausgesetzt, dass der Mensch ein von Natur Bedürfender ist. Und zwar nicht nur, wie Kant formuliert hat, nicht nur insofern der Mensch der Sinnenwelt zugehört, ist er ein Bedürfender, sondern durch alle Stockwerke seines Wesens hindurch. Der Mensch ist das hungrige Wesen schlechthin, wie Georg Simmel das einmal ausgedrückt hat. Und damit ist die Meinung der alten und der neuen Stoiker eben abgewiesen, es stehe dem Menschen nicht an und es sei vor allem auch gar nicht sinnvoll, die Stillung überhaupt von anderswoher zu erwarten. Wie Seneca das programmatisch formuliert hat, glücklich nennen wir den Menschen, der kein Gut kennt, das größer wäre, als er selbst es sich zu geben vermag. Ja, wäre das wirklich so, wäre der Dürstende selber der Trank, oder besäße er ihn schon, wieso dürstet er dann? Also welches ist nach der Überzeugung der Alten der Trank, der den Durst des Menschen endgültig zu stillen vermag? Man sollte vermuten, die großen Lehrer der Christenheit, die würden hier mehr oder weniger unvermittelt mit dem Namen Gottes antworten. Das tun sie aber gerade nicht. Und ich glaube, dass diese Hinauszögerung sozusagen, dass die besonders charakteristisch ist, vor allem für Thomas. Man hat ihm das ja auch gelegentlich zum Vorwurf gemacht. Thomas sagt, was uns endgültig allein stillen kann, das ist das Bonum Universale. Das heißt, wenn wir alles, was überhaupt gut ist, haben könnten, dann ist der Gegenstand des Wollens eben unser geworden. Das Bonum Universale. Der Terminus ist gar nicht leicht zutreffend zu übersetzen, zu verdeutschen. Man könnte am ehesten sagen, das Gut im Ganzen, aber es ist damit auf keinen Fall etwas Abstraktes gemeint. Gemeint ist etwas zwar Umfassendes, aber völlig Konkretes zugleich. Etwas, so könnte man zu definieren versuchen, mit dem Bonum Universale ist gemeint, etwas, das so sehr gut ist, dass in ihm nichts ist, das gut ist und außerhalb seiner nichts, das gut ist. In ihm nichts, das nicht gut und außerhalb seiner nichts, das gut ist. Und etwas Geringeres also als dieses so verstandene Bonum Universale, das ist die Meinung hier, vermag das Wollen des Menschen nicht endgültig zu sättigen. Und ich meine, man muss zunächst einmal sehen, wie hier der utopische, der so scheint es nur im Traum oder im Märchen, erfüllbare Anspruch des menschlichen Glücksverlangens in seiner beinahe erschreckenden Maßlosigkeit akzeptiert ist. Gegen jegliche Gestalt der von Kierkegaard beschworenen Verzweiflung der Schwachheit, die nicht wagt, das zu sein, was man wirklich ist. Und natürlich ist nun auch der Name Gottes nicht länger zu vermeiden. Das Bonum Universale ist nirgends in der Welt antreffbar, es findet sich in Gott allein. Aber man sollte sich nicht einreden lassen, das sei schon Theologie. Nein, es handelt sich einfach hin um die Formulierung des Befundes endlicher Geist. Der endliche Geist ist zwar etwas Partikuläres, nur ein Stück Realität, aber weil er Geist ist, ist er angelegt auf das Ganze. Etwas, das geboren ist, zusammenzukommen mit allem, was ist. Convenire cum omni ente. Das ist eben, ja, man könnte auch sagen, das ist das Vertrackte oder das Tragische oder das manchmal auch das Komische. Eben.
Aber es bedeutet jedenfalls, dass der endliche Geist, der Mensch also, von Natur unstillbar ist und unersättlich, es sei denn, Gott selber werde ihm zuteil. Diese Stillung dann durch das unendliche Gut trägt erst nun im vollen und genauen Sinn des Wortes den Namen Glückseligkeit. Und all die anderen Namen, mit denen die Menschensprache diese letzte Erfüllung menschlichen Wollens zu benennen versucht. Ewiges Leben, ewige Ruhe, ewiges Licht, großes Gastmahl, Friede, Heil. Wozu freilich noch immer zu bedenken bleibt, was auch Thomas formuliert hat, aber was wir gar nicht erst von ihm lernen müssen, dass zwar jedermann unter Glückseligkeit einen auf die höchste Weise vollkommenen Zustand verstehe, aber wie sie von innen beschaffen sei, das wisse niemand. Okkultum ist in keines Menschen Herz gedrungen und so weiter. Aber nun kommt die zweite, sehr viel schwierigere der beiden Fragen, der bereits formulierten Fragen zur Sprache. Wenn schlechthin glücklich nur der ist, welcher alles hat, was er will, was heißt dann haben? Und wie trägt sich das zu? Die Antwort, die hierauf in der großen europäischen Denktradition gegeben wird, die scheint, ich möchte das scheint allerdings nochmal unterstreichen, die scheint allem zu widersprechen, was wir so auf Anhieb zu denken geneigt sind. Aber eben diese Antwort möchte ich nicht nur darlegen, sondern auch plausibel zu machen versuchen. Die Antwort lautet so: Das Haben dessen, was wir aufs Ganze gesehen wollen, geschieht als Sehen, als ein Akt der Erkenntniskraft jedenfalls. Also der ganz und gar Glückliche, das ist einer, der schaut. Die Herausforderung, die in diesem Satze steckt, die ist ja augenblicks evident. Und dass vom Standort der gängigen Absolutsetzung der Praxis her hier ganz spontan ein entschiedenes Nein sich vernehmen lässt, ist durchaus begreiflich. Es handelt sich ja nicht um eine abstrakte Bewandtnis, in der Tat nicht. Schließlich wird hier behauptet, die Erfüllung des Daseins von jedermann trägt sich in Gestalt des Gewahrwerdens von Wirklichkeit zu. Das heißt, mit der ganzen Energie unseres Wesens will es letztlich auf Erkennen hinaus. Nun, das Wort von der Visio Beatifica, von der glückselig machenden Schau, in welcher das ewige Leben bestehe, ist natürlich dem Christenmenschen nicht unvertraut. Tota mercis nostra visio, unser ganzer Lohn ist Sehen. Dieser Augustinussatz wird in der nicht nur theologischen Überlieferung immer wieder zitiert und auch abgewandelt. Aber der platonische Sokrates sagt ja fast das Gleiche, wenn er im Symposion die Diotima-Rede über den Aufstieg zur Vollendung mit dem Satze beschließt: Nun erst, wenn überhaupt irgendwann, ist dem Menschen das Leben in Wahrheit lebenswert, da er das göttlich Schöne schaut. Und nun auch widerfährt es ihm selber, ein Gottgeliebter zu sein und dem Tode entrückt. Aber solche Rede, obwohl sie, und zwar nicht nur die christliche, sondern auch die platonische, obwohl sie primär und ausdrücklich auch auf die andere Seite des Todes gemünzt ist, solche Rede darf man dennoch nicht rein eschatologisch verstehen. In Wirklichkeit enthält sie zugleich eine anthropologische Auskunft, das heißt eine Auskunft über das Wesen des Menschen, über die Natur des Menschen. Und sogar diese eschatologische Vorstellung von der Visio Beatifica bleibt genau genommen, wenn nicht überhaupt unvollziehbar, dann jedenfalls im Bewusstsein des Menschen abgetrennt von jedem irgendwie empirischen Fundament, es sei denn, man habe realisiert, dass auch dem hiesigen, dem leibhaftigen, geschichtlichen Menschen das, was er will und liebt, in einem Akt des Erkennens wahrhaft zuteil wird. Und dass auch für ihn das Glücklichsein im Anschauen des Geliebten besteht. Also das ist die These. Noch nichts von Argument weit und breit natürlich zu sehen, aber das ist die These,
die nun zu verdeutlichen und, soweit das in solcher Sache überhaupt geschehen kann, durch Argumente einzuholen und zu begründen wäre. Zuvor möchte ich mal noch eine Zwischenbemerkung machen und daran erinnern, dass unter den Grundkräften des Lebens gerade das Sehen immer wieder einmal auf eine Weise gerühmt worden ist, die einen schon in Erstaunen setzen kann. Das Wort des Anaxagoras ist ja der erste eigentlich griechische Philosoph, der erste Philosoph 100 Jahre vor Platon, der in Athen gelehrt hat. Seine Antwort ist ja einigermaßen bekannt. Die Antwort auf die Frage, wozu bist du auf der Welt? Darauf hat er gesagt, als Theoria, zum Schauen. Und in der Metaphysik des Aristoteles, die man ja wohl zu den kanonischen Büchern der Weltweisheit zählen kann, da heißt es schon in den allerersten Zeilen, das Sehen ziehen wir allem vor. Und das gelte auch, das ist schon fast im Hinblick auf die Überwertung der Praxis gesagt, das gilt auch, wenn wir ans Handeln, und das heißt also an irgendeine etwa notwendige Orientierung im Felde der Praxis, noch gar nicht denken. Nun, Sätze solcher Art finden sich viele Male ausgesprochen in der alten Philosophie, aber überraschend ist, dass auch ein Mann wie Teilhard de Chardin in diesen Lobpreis, in diesen uralten Lobpreis einstimmt. Das ist ja ein sehr merkwürdiger und ein wirklich zunächst ganz unzugehörig scheinender Prolog, den er seinem großen Werk über das Phänomen Mensch, der Mensch im Kosmos, wie es in der deutschen Übersetzung heißt, voranstellt. Der Prolog ist überschrieben mit dem Wort voir, sehen. Und darin findet sich der Satz, im Sehen sei alles Leben wesentlich beschlossen. Tut la vie et la, wie groß geschrieben. Und die Evolution des Lebendigen auf der Erde ziele zweifellos auf die Hervorbildung von immer noch vollkommeneren Augen. Das ist ein bemerkenswerter Satz, meine ich, der eine ganze Weltansicht enthält. Aber das, wie gesagt, nur als Zwischenbemerkung. Die Hauptfrage, die eigentliche Frage ist ja, wieso, in welchem Sinn denn, zum Teufel hätte ich fast gesagt, weil es doch so uns so fremd ist, in welchem Sinne denn soll der Besitz dessen, was wir lieben, zu denken sein als ein wie auch immer gearteter Erkenntnisakt? Die Antwort der Alten beginnt mit einer Verneinung. Thomas von Aquin hat diese Verneinung so ganz beiläufig, ganz ohne Aufheben sozusagen ausgesprochen in einer Hinzufügung, die er dieser an den Anfang gesetzten und auch an den Anfang unserer Betrachtung gesetzten Formulierung Augustins beigibt. Er sagt, es ist, ich zitiere das jetzt also etwas freier, das würde sonst also zu umständlich werden, aber Sie müssen mir da schon zutrauen, dass ich da sinngemäß zitiere. Es ist völlig richtig, sagt er, was du da sagst, Augustinus. Wer alles hat, was er will, der ist glücklich. Aber, und nun kommt die Hinzufügung, die Erlangung dieser Habe und das Haben selbst geschieht doch durch etwas anderes als durch Wollen. Nun, jedermann weiß, wie es zugeht, wenn er ein handgreifliches Ding erlangen will. Ich schüttle mir einen reifen Apfel vom Baum, ich nehme ihn in die Hand, ich stecke ihn in die Tasche und ich esse ihn. Und dann habe ich ihn, ganz und gar. Nun gut, die präzise Frage lautet jetzt, was entspricht diesem in die Hand nehmen und essen, wenn es sich darum handelt, das Bonum Universale, das Gut im Ganzen zu gewinnen und seiner habhaft und teilhaftig zu werden? Wie geschieht denn eigentlich hier Aneignung und Einverleibung? Die schon vorausgenommene und uns beim Hören ja so anstößig klingende Antwort, dies Erlangen und dies Besitzen geschehe auf die Weise des Erkennens, diese Antwort ist in Wirklichkeit gar nicht so weit entfernt von dem, was jedermann denkt und weiß.
Aufgrund von was zum Beispiel habe ich denn ein Kunstwerk, wirklich, ein Bild, sagen wir einmal? Aufgrund der bloßen Anschaffung, bloß weil ich es gekauft und bezahlt habe, habe ich es dadurch? Wann? Wir haben ja eine merkwürdige Formulierung, eine charakteristische und sehr für unseren Zusammenhang hier sehr glückliche Formulierung. Wann habe ich denn etwas davon? Ja, die Antwort braucht man eigentlich gar nicht mehr eigens auszusprechen. Natürlich muss ich das Bild immer wieder betrachten. Ich muss mich seiner erinnern, wenn ich weg bin. Ich muss es auswendig sozusagen wissen, um es als etwas wirklich Meiniges zu besitzen. Es gibt eine epigrammatisch knappe Wechselrede, vermutlich. Ich weiß nicht, wo sie herkommt. Ich habe sie also irgendwo gelesen, aber sie kommt mir so irgendwie fernöstlich vor. Eine Wechselrede, welche diesen Sachverhalt auf eine ironische Kurzformel bringt. Mein Garten, sagte der reiche Mann. Sein Gärtner lächelte. Ja, wodurch hat man einen Garten? Nun, wer dies von Grund auf bedenkt, befindet sich schon ganz in der Nähe des traditionalen Denkens über diesen Punkt. Und er kann eigentlich das Wort des Thomas von Aquin schon nicht mehr so befremdlich finden. Erkennen sei die vornehmste Weise, etwas zu haben. Nobilissimus modus habendi aliquid. Aber nicht vornehm deswegen, so vornehm oder am vornehmsten, nicht deswegen, weil es dabei so geistig zugeht, sondern weil es in der ganzen Welt keine Form von Haben gibt, die so sehr haben wäre, wie erkennen. Das ist gemeint. Weil es dabei so geistig zugeht. Das ist ja natürlich eine ideale Umdeutung oder Missdeutung, auf die wir zunächst immer wieder mal verfallen. Übrigens sagt dies nicht nur Thomas, sondern das sagt auch Augustinus, der ja gerade in diesem Punkt als sein Gegenspieler weithin gilt. Und auf den sich alle Voluntarismen als auf ihren großen Ahnherrn zu berufen pflegen, soweit es ihnen überhaupt noch um eine Legitimierung aus der Tradition zu tun ist. Aber auch bei Augustinus findet sich der Satz, haben, das ist nichts anderes als erkennen. Der Sinn von erkennen ist eben nicht primär Produzierung von Begriffen und von Sätzen und Urteilen, sondern la conquête de l'être, Wirklichkeitsergreifung. Aber nun kommt natürlich die Frage, wo bleibt denn eigentlich das Wollen und die Liebe? Ist die Bedeutung des Wollens und gerade der Liebe nicht hier unterschlagen, verfehlt? Ist nicht vor allem die Liebe die Weise, in der wir das besitzen, was uns gut ist? Und nachdem doch vom Glück nun die Rede sein soll, wer ist denn glücklicher als die Liebenden? Ist nicht überhaupt alles Glück Liebesglück? Ich greife noch einmal auf das platonische Symposion zurück. Was eigentlich will der, welcher liebt, was ihm gut ist? Dass es ihm zuteil werde. Und was widerfährt dem, welchem es zuteil wird? Er wird glücklich. So fragt Diotima und so antwortet Sokrates. Klarer kann man das gar nicht sagen, dass also die Liebe von Natur zwei Grundakte hat. Der eine ist Verlangen, Sehnsucht, Begehren, Hinwollen, Motus ad finem, bevor dem Liebenden das Geliebte, der Geliebte, die Geliebte zuteil geworden ist. Und der andere Grundakt ist Freude, Entzücken, glücklich sein, fruitio, delectatio, nachdem der Liebende des Geliebten, der Geliebten teilhaftig geworden ist. Aber wie geschieht das Zuteilwerden selbst? Ja, genau diese Frage lautet die alte Antwort, es geschieht im Erkennen. Ja, liebt man denn, um zu erkennen? Das ist auch schon ein alter Einwand, ein ganz früher Einwand gegen diese
gegen diesen angeblichen oder vermeintlichen Intellektualismus. Das steht so ungefähr in dieser Weise auch schon bei Duns Scotus. Ist das nicht ein perversus ordo? Lieben, um zu erkennen. Aber die großen Lehrer der Christenheit haben sich durch solche Fragen nicht beirren lassen, womit ich übrigens nicht gesagt haben möchte, Herr Pannenberg, dass also etwa Duns Scotus kein großer Lehrer der Christenheit wäre. Aber man braucht diese Frage doch nur etwas konkreter zu formulieren. Und schon zeigt sich, dass sie eigentlich ohne Gewicht sind, diese Fragen, und im Grunde ohne Sinn sogar. Wenn wirklich Erkennen die vornehmste Weise des Habens ist und wenn wirklich die Liebe zwei Grundakte hat, Verlangen und Freude, wie soll dann das Haben wollen besser sein als das Haben und die Freude wichtiger als ihr Grund? Und wenn mit dem Gott erkennen die Visio Beatifica gemeint ist, was ist dann besser und größer, Gott zu lieben oder ihn zu sehen? So kann man eben nicht fragen. Immerhin, diese Einwände erzwingen einige Präzisierungen. Erstens, Erkennen ist nicht gleich Erkennen. Es gibt da Stufen, es gibt da Grade, sie reichen von der flüchtigen Kenntnisnahme über das erschließende Denken bis zum geistigen Schauen und Sehen. Und von ihm wird allerdings, vom Schauenden erkennen, wird allerdings behauptet, es geschehe darin auf die denkbar intensivste Weise der Besitz dessen, was wir lieben. Und die Sprache, ich glaube alle Sprachen, Sprachen verfügen hier, so scheint es, über gar keine andere Vokabel. Genauer können wir die Anwesenheit, das Gegenwärtigsein, von etwas oder von jemandem überhaupt nicht zum Ausdruck bringen, als indem wir sagen, ich habe ihn ja vor Augen. Ich sehe es ja. Da ist er, hier, bei mir. Zweite Präzisierung, natürlich macht nicht schon das Sehen glücklich. Glücklich ist, wer hat, was er will. Glücklich ist, wer sieht, was er liebt. Möglicherweise wird sogar die Kraft des Sehens erst durch die Liebe zu voller Realisierung entfacht. Nach der großartigen, knappen Sentenz Ubi amor, ibi oculus, wo die Liebe ist, da öffnet sich eine neue Möglichkeit des Sehens. Aber jedenfalls gibt es ohne Liebe kein Glück. Also wo nicht irgendein Funke von Bejahung ist und von Zustimmung, da gibt es nicht einmal die Möglichkeit von Glück. Weder in der Weise des Sehens noch irgendwie sonst. Es ist allerdings auch niemand unglücklich, der nicht liebt. Schließlich besteht Unglücklichsein in nichts anderem als darin, dass man nicht besitzt, wonach man liebend verlangt. Und selbst der Schmerz der Verdammten ist Schmerz der Trennung von dem noch immer unverwandt naturhaft Geliebten. Also Liebe ist die Voraussetzung von Glücklichsein, aber sie ist nicht genug. Erst die Gegenwart des Geliebten macht glücklich und es ist allein Schauen, worin dem Liebenden die beglückende Nähe des Geliebten von widerfährt. In dem schönen Gefangenschaftsbericht, schön ist da eine nicht zutreffende Vokabel, wie ich muss ich eigentlich zurücknehmen. Also in dem Gefangenschaftsbericht von Helmut Gollwitzer aus dem Zweiten Weltkrieg, Führen, wohin du nicht willst, da wird von einem Gespräch berichtet zwischen zwei Soldaten, die auf der Pritsche liegen und einander und sich selber fragen, wodurch sind die Menschen eigentlich glücklich? Und nach einigem Hin und Her einigen sie sich auf die Antwort, glücklich sein heißt so viel wie zusammen sein mit denen, die man liebt. Und es gibt keinen Zweifel daran, dass für diese Männer Zusammensein vor allem eines bedeutet, Wiedersehen. Nun ist es mir, obwohl immerhin eines der schönsten deutschen Liebesgedichte mit der Verszeile beginnt, wenn ich von deinem Anschauen tief gestillt, es ist mir, sage ich, natürlich nicht ganz unbekannt, dass Liebende sich nicht darauf zu beschränken pflegen, einander anzusehen. Aber es ist gleichfalls bekannt, dass es sehr wohl
das Faire l'amour geben kann ohne Amour. Und dass man, während wahrhaft Liebende ihr Glücklichsein geradezu ausstrahlen, die bloßen Sexpartner ja eher frustriert und missgelaunt einherwandeln sieht. Übrigens ist hier auch eine Anmerkung zu machen über den biblischen Wortgebrauch, der die Vereinigung von Mann und Frau als wechselseitiges Erkennen bezeichnet. Der Name ist nicht, wie man vielleicht meinen könnte, eine Art von diskreter Umschreibung, sondern die ursprüngliche Bedeutung des hebräischen Wortes sei, so hat immerhin ein Kundiger wie Martin Buber jedenfalls es gesagt, die ursprüngliche Bedeutung des Wortes sei unmittelbares Beieinandersein und innigste Gegenwart. Und da sucht man nach einem Plausibilitätsgrund für diese Namengebung, wonach die Vereinigung mit dem Geliebten erkennen, sehen, heißen soll, und dann zeigt sie und stellt sich heraus, das Unvermutete, das umgekehrt erkennen und sehen schon längst vom sprachlichen Ursprung her beieinander sein und Gegenwart bedeutet. Und natürlich gilt das nicht nur für den Bereich des Eros. Es gilt genauso für die Liebe zu den Kindern, von der übrigens Werner Berggruen in seiner posthum erschienenen Selbstbiografie etwas elegisch sagt: Sie, die Liebe der Eltern zu den Kindern, sei vielleicht, ich zitiere wörtlich, vielleicht die stärkste Liebe, denn sie weiß, dass sie nichts zu hoffen hat. Nun, jedermann kennt junge Eltern, die sich an ihren kleinen Sprössling gar nicht satt sehen können und die eben darin glücklich sind. Also der Glückliche, das ist einer, der sieht. Die Alten haben einen ganzen Katalog übrigens von Gemeinsamkeiten aufgestellt, welche den Sehenden und den Glücklichen miteinander verknüpfen. Nun, das wird man vielleicht nicht sonderlich verwunderlich finden. Verwunderlicher aber ist, meine ich, dass sich Durchhalten dieses Gedankens bis in die gegenwärtige philosophische Rede vom menschlichen Glück. Hier ist etwa an die nachgelassene Notiz von Friedrich Nietzsche zu erinnern. Ich zitiere: Das Glück des Menschen beruht darauf, dass es für ihn eine undiskutierbare Wahrheit gibt. Wahrheit, das ist aber schließlich nichts anderes als das Sich-Zeigen von Realität, welches Sich-Zeigen allein dem Sehenden völlig fraglos und gewiss sein kann. Und der spanisch-amerikanische Harvard-Philosoph George Santayana spricht ziemlich unvermutbar in seiner Selbstbiografie Dies alte Weißtum aus. Das ist eine so im erzählenden Ton geschriebene Biografie, fast colloquially geschrieben, und auf einmal nimmt sie die Form fast einer philosophischen These an. Dieser Santayana liebt es, mit einem kunstverständigen Freunde durch die großen Bildersammlungen der Welt zu wandern, und wenn er nun den Freund völlig hingerissen, völlig entzückt vor einem Meisterwerk habe verweilen sehen, dann, so sagt er, indem er, wie gesagt, hier mit dem offenkundigen Anspruch einer philosophischen These zu sprechen beginnt, dann, ich zitiere wörtlich, fiel meine eigene Bürde von mir ab und ich begriff, dass alle Anstrengungen der Menschen und die ganze Geschichte darauf zielen, gekrönt zu werden, wenn überhaupt, if crowned at all, dann einzig im Schauen. Nun, es wäre natürlich merkwürdig, und ich mache mich durchaus darauf auch gefasst, dass sich gegen diese Vorstellung vom kontemplativen Schauen als der äußersten menschlichen Glücksmöglichkeit nicht ein ganzer Chor von Gegenstimmen erheben würde. Da sind ungezählte Argumente möglich, und ich möchte zwei, die mir besonders gewichtig zu sein scheinen, herausgreifen zum Schluss und sie kurz erörtern. Das erste Gegenargument könnte so lauten: Ist nicht der Mensch ein primär handelndes Wesen? Ist nicht sein Leben
vor allem also Praxis. Von der arbeitenden Beschaffung des Lebensbedarfs und der Existenzsicherung bis zum Tun des Künstlers, noch sogar, dass sich doch in der Hervorbringung von Poemata, von gestalthaften Werken, erfüllt. Und ist nicht der Mensch gerade in solchem Tätigsein auch glücklich? Nun, das Recht dieser Einwände ist unbestreitbar und übrigens auch unbestritten. Und dennoch bleibt zu sagen, dass alle Praxis von Natur zu etwas anderem dient, das nicht Praxis ist. Und dies andere ist eben das Haben des Erstrebten, das Ruhen im Besitz dessen, worauf diese tätige Bemühung zielt. Praxis wird sinnlos in demselben Augenblick, in dem sie sich als Selbstzweck versteht. Man kann doch nicht gut sagen, der Endzweck des Lebens liege in der Beschaffung der Mittel zum Leben. Das ist aber die Paradoxie, vor der man dann steht. Natürlich wäre es auch ferner gegen alle Erfahrung zu leugnen, dass auch das tätige Leben beglückt. Wenn man einmal außer Betracht lässt, dass Sehen ja gleichfalls nicht einfach Passivität ist, das ist auch tätig sein. Aber wenn wir das auch einmal beiseite lassen zunächst. Aber ich meine, es gehört auch zur menschlichen Erfahrung, dass sich nicht endgültig ruhen lässt in diesem Glück. Ich zitiere hier noch einmal ein Wort aus den Tagebüchern von André Gide. Die Wahrheit ist, dass wir, sobald die Nötigung zum Lebenserwerb uns nicht länger in Pflicht nimmt, nicht wissen, was wir mit unserem Leben machen sollen und dass wir es dann blindlings vertun. Auf den ersten Blick sieht es so aus, vielleicht, als sei hier die Praxis für das einzig Sinnvolle erklärt. Aber in Wirklichkeit, meine ich, fasst hier ein ganz kühler Diagnostiker die tödliche Leere und die unendliche Langeweile in den Blick, welche den Bezirk des Nichts als Praktischen wie eine Mondlandschaft umgibt. Das ist eben die Wüstenei, die durch die Zerstörung der Vita Contemplativa entsteht. Ja, aber der Künstler, ist das nicht doch ein Sonderfall dann, eine Ausnahme, das künstlerische Schaffen, das nebenher auch dem Lebenserwerb dienen mag, dem es aber von sich aus doch einzig um die Vollendung des Werkes zu tun ist, das also zwar klarerweise Praxis ist und dennoch sinnvoll in sich selbst. Hierauf möchte ich antworten mit einer hochbrisanten, vermutlich in berlinischer Diktion zu intonierenden Bemerkung von Gottfried Benn, der ja übrigens mit besonderer Schärfe im Praxischarakter gerade auch der dichterischen Produktion zu akzentuieren liebte. Da war mal so eine Umfrage, wie entsteht ein Gedicht? Ein Gedicht entsteht überhaupt nicht, ein Gedicht wird gemacht. Nun, also diese Bemerkung, die ich jetzt meine, die enthält eine Feststellung und eine Frage. Und auf diese Frage kommt es mir an. Die Frage wird von Ben nicht beantwortet. Er kann sie wahrscheinlich nicht beantworten. Also Ben sagt Folgendes. Eins steht fest. Wenn etwas fertig ist, muss es vollendet sein. Allerdings, was dann? Ja, so spricht, meine ich, doch nicht einer, der glaubt, das Kunstwerk sei sinnvoll in sich selbst. Ja, dann? Bach hat gewusst, was dann. Bruckner hat auch gewusst, was dann. Das sind natürlich schon extreme Antworten auf die Frage, was dann. Aber man könnte auch sagen, dann müsste man feiern können im Glück des Anschauens von etwas, das nicht das Kunstwerk selber ist, das aber in ihm und durch es hindurch zu Gesicht kommt oder zu Gehör. Nun, das zweite Argument gegen diese ganze Konzeption von dem im Sehen gelegenen Glück trifft, meine ich, noch viel tiefer als das erste. Als Frage formuliert lautet es so: Was bekommt man denn zu sehen, wenn man in die Welt blickt, unbestechlichen Blickes? Ist sie nicht voll von Unrecht, Hunger, Sterben, Unterdrückung und jeder Gestalt menschlichen Elends? Wie kann man denn
die wirkliche Menschengeschichte vor Augen haben und zugleich vom Glück der Vita Contemplativa und von der Stillung durch Seelen reden? Ist es nicht einfach eine ungeheuerliche Verharmlosung? Ist das nicht einfach irreale Idyllik und Selbsttäuschung, Flucht? Es sind, meine ich, mehrere Radikalitätsstufen dieses Argumentes denkbar. Wenn das Argument so gemeint ist, die Welt ist schlechterdings heillos und absurd, ich verweigere die Zustimmung, ja, dann müsste man, um überhaupt antworten zu können, zuvor einige Stockwerke tiefer steigen und dort eine Diskussion über ein ganz neues Thema beginnen, was jetzt nicht geschehen kann. Menschliches Glück ist nur möglich auf dem Grunde der Zustimmung zur Welt im Ganzen. Und wahrscheinlich ist ohne diese Voraussetzung auch das Sehen, die Theoria im alten Sinn, im ursprünglichen Sinn, die Kontemplation, auch die irdische Kontemplation, das einfach schweigende Aufnehmen und Vernehmen dessen, was ist, überhaupt nicht erwartbar. Nur unter dieser Voraussetzung. Solche Zustimmung hat übrigens mit Optimismus gar nichts zu tun. Sie braucht jedenfalls mit irgendeinem oberflächlichen Optimismus nichts zu tun zu haben. Sie kann auch unter Tränen und sie kann auch inmitten äußerster Schrecknis geleistet werden. Erik Peterson hat gesagt, das zeichnet den christlichen Märtyrer aus, dass trotz allem, was ihm geschieht, und trotz allem, wie ihm eigentlich die Welt erscheinen müsste, die Welt des Menschen vor allem, dass trotz allem kein Wort gegen Gottes Schöpfung in seinem Munde laut wird. Er sagt noch immer, die Schöpfung ist gut, sehr gut. Obwohl also alles bisher Gesagte in der Tat auf der Überzeugung beruht, dass es mit der Welt im Letzten stimmt und dass es trotz allem gut ist, zu sein. Omni ens est bonum. Welche Überzeugung ihrerseits wahrscheinlich nur für den vollziehbar ist, der die Welt und sich selber als Kreatura begreift. Obwohl das so ist dennoch das Glück des Schauens zwar ein unüberbietbares, aber kein bequemes und man könnte fast sagen, es ist ein mit dem Schmerz verschwistertes Glück. Und zwar nicht nur deswegen, weil der Sehende das Unheil in der Welt nicht ignorieren kann und weil ihm überdies hinter dem unmittelbar Begegnenden ein gottmenschliches Antlitz erahnbar wird, das die Spuren einer schmählichen Hinrichtung trägt, sondern auch deswegen, weil uns ja allein das Gut im Ganzen, das Bonum Universale, endgültig zu stillen und glücklich zu machen vermöchte. Ich habe da vorhin das Wort von dem sich nicht satt sehen können gebraucht. Ja, dieses Wort, womit wir ja durchweg ein Äußerstes an Entzückung bezeichnen. Dieses Wort hat ja zugleich, wenn man es buchstäblich nimmt, auch einen verneinenden, einen schmerzlichen Sinn, dass wir nämlich in allem Glück des Schauens letztlich ungesättigt bleiben, ungestillt. Konrad Weiß, ein ja noch immer kaum gekannter deutscher Dichter, hat diese Unstillbarkeit unseres Seelenwollens in dem folgenden Satze ausgesprochen, mit dem ich schließen möchte. Die Kontemplation ruht nicht, bis sie den Gegenstand ihrer Erblindung findet.